Der Amerikaner Fabiano Caruana hat beim Berliner Kandidatenturnier für Schach-WM zur Halbzeitführung erkämpft. Nach seinem Sieg in der 7. Partie mit den schwarzen Figuren gegen den Armenier Levin Aronian hat der Weltranglisten-8. Caruana 5,0 Punkte auf dem Konto. Zweiter ist vorerst der Aserbaidschaner Shahriyar Mametjaro, der sich vom Russen Alexander Grischtschuk Remy trennte, mit 4,5 Zählern. Im Berliner Kühlhaus, einem Veranstaltungsort im Stadtbezirk Kreuzberg, spielt jeder zweimal gegen jeden. Der 14. und letzte Spieltag ist für den 27. März angesetzt. Bei Punktgleichheit entscheidet ein mehrstufiges und nicht unumstrittenes Feinwertungssystem. Der Sieger des Großmeisterturniers darf im November in London Weltmeister Magnus Carlsen herausfordern. Der 27 Jahre alte Norweger hatte den Titel 2013 erkämpft und ihn 2014 und 2016 verteidigt.